Willkommen zur F1 23 Mick Schumacher Karriere. Ja Leute, wir gehen hier nach Kanada, Montreal, eine sehr coole Strecke. Und ich glaube tatsächlich, dass die dem Haas liegen kann. Und nach den echt sehr, sehr sensationellen Rennen in Spanien, Monaco, falls ihr das nicht gesehen habt, guckt gerne oben rechts vorbei, bin ich echt gespannt, wie es hier weitergehen wird. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne ein Däumchen oben da und wir gehen hier mal rein. Das ist also die Ile Notre Dame. 4,3 Kilometer, 14 Kurven, 3 DRS, sondern eine unfassbar geniale, spaßige und auch ja, speedige Strecke. Dennoch ist es fast ein Stadt-Grand Prix. Also, let's go. Abonniert gern kostenlos. Schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links mal unter der Bio. Und wir gehen hier rein in die Qualifying-Runde. Turn 1, ganz, ganz spät bremsen. Auch hier nicht den Körper stark berühren. Beim Rausbeschleunigen ist es auch wichtig, mit dem Gas zu spielen. Bis jetzt eine okay Runde. Wir haben den 14. Platz. Vor mir sehe ich ganz knapp den Ferrari. Das Gras links ist klassisch, dass man da ein bisschen abkürzt. Also abkürzt, aber dass man da ein bisschen reinkommt. Es geht hier, die Kurve mag ich gar nicht. Ich habe auch persönlich keine Ahnung, wie ich man die richtig anfährt. Verliere tatsächlich wieder zwei Plätze. Das DRS aufmachen. Der Ferrari wird immer kleiner und geht immer weiter weg. Hier in diese Zickzack-Kurve. Keine Track Limits, gut durchgekommen, rechts sehr nah an die Mauer drangekommen. Bis jetzt wäre es der 19. Platz, das wäre ganz, ganz schwach. Ab in diese Haarnadelkurve, da kannst du immer viel Zeit gut machen, indem du früh aufs Gas steigst. So ist es auch bei mir. 4 Plätze gut gemacht, 5 Plätze. Es ist der aktuell 13. Platz, Leute. Runter hier den Berg, also diese Geraden. Es ist der 14. Platz, DRS, die letzte Kurve, nur nicht verkacken und kein Opfer der Wall of Champions werden, wie mein Vater einst. Zack, aus der letzte Kurve raus, leichter Rutscher, dennoch wird es reichen, um den 11. Platz zu behaupten. Und wir gucken uns mal an, wo die anderen so gelandet sind. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Russell, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Norris, Hülkenberg, der Goldjunge, Gasly, Ocon, Bottas, Stroll, Albon, Tsunoda, Joe, Sargent und Daniel Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir also nun im Starting Grid. Wir stehen direkt neben einem Teamkollegen, der mich ausqualifiziert hat. Lights out und let's go. Mick Schumacher, wir starten von L4 in Kanada, kommen saugut weg. Direkt dem McLaren, da gehe ich ein bisschen weiter. Den zweiten gönnen wir uns auch. Ja, da bin ich außen tatsächlich mit mehr Schwung. Jetzt gegen Fernando Alonso, der noch mein Rivale ist, da komme ich vorbei. Und wir sind direkt auf P7, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein verdammt guter Start gewesen. KI Stufe 95, selbst schalten, selbst bremsen und TSC auf Mittel. Ihr leicht den Scheitel verpasst, was natürlich jetzt wieder die Tür für Fernando Alonso hinter mir aufmacht. Reicht das, um vorne zu bleiben? Das wird so knapp, Leute. Das wird unheimlich knapp. Der zieht daneben uns vorbei. Aber ich kann mich gerade noch so mit einem ganz späten Bremse in die Kurve rein, konnte ich mich noch gerade so vorne halten in der Haarnadelkurve rein und ich bin schon über eine Sekunde hinter Lewis Hamilton. Hier aber, der wird ein bisschen blockiert von so einem, ja quasi Train, es ist gelb hinten in der Hairpin, aber das ist eh Standard, wenn viele, wie gesagt, auch wie Monaco, viele Autos kommen in eine Kurve rein, da kann es schon mal passieren, dass du da den ein oder anderen, ja, Berührung gibst. Lewis Hamilton ist da vor uns. Ich habe gute Möglichkeiten, ihn hier tatsächlich anzugreifen. Wir gehen innen rein. Wagen wir es? Nein, das geht sich auch nicht ganz aus. Hier stecke ich nochmal zurück. Aber alleine den Fakt, dass ich theoretisch hier gegen Lewis Hamilton kämpfen kann, finde ich schon sehr stark. Die Ferrari hier gut weggekommen. Auch der zweite ist fast besser weggekommen als der von der Pole Position. Hier konnte ich auf der Innenseite und dann tatsächlich außen Fernando Alonso überholen. Der war aber natürlich auch ein bisschen ein Gepfercht von Hamilton, der da vor ihm gefahren ist. Dennoch muss ich sagen, das war echt ein Top-Overtake und eins meiner besten, würde ich mal behaupten hier. Ja, da war ich sehr spät dran und das hat dann natürlich auch die Tür für Fernando Alonso aufgemacht. Der wollte auch, glaube ich, vorbei.
hat sich aber nicht ganz getraut. Da war dann auch natürlich so dieser Moment, wer bremst später. Jetzt Ende zweiter Runde, Leute, auf dieser Geraden. Wie gesagt, der Haas ist eine Rakete und wir kommen tatsächlich hier links, können uns neben Lewis Hamilton setzen. Reicht es, um in der letzten Schikane die Nase vorne zu haben? Ja, ich bremse ganz spät, lasse ihn aber auch fairerweise den Platz innen und wir übernehmen hier den sechsten Platz, das in der zweiten Runde. Und das vor allem in Montreal. Das ist einfach nur crazy. Da gibt es den crazy Dreierkampf vor uns. Perez, Sainz und Russell. Die drei sehen wir jetzt schon immer öfters zusammen. Also das ist mir jetzt theoretisch echt schon oft aufgefallen, dass die Jungs hier immer im Dreiergespann unterwegs sind und auch immer auf ähnlichen Positionen. So, dann, Leute, können wir hier tatsächlich der lachende Vierte sein? Sainz verbremst sich hier. Er hat uns aber nicht viel gebracht. Jetzt geht's noch einmal hier eng zur Sache und ja, die beiden gucken nicht mal auf die Leute, die hinter ihnen fahren. Also seien sie hier tatsächlich mit einem crazy Move und auch Perez. Sehr interessant und da gehe ich jetzt rein, Leute. Der hat die weißen Reifen drauf, ich weiß halt ganz genau. Der hat eh keinen Exit, der kann da kaum irgendwie mithalten. Und deswegen war es halt auch, ja, wegen denen war ja auch dieses ganze Drumherum. Weil eben Sainz mit seinem weißen Reifen ja kaum was anrichten konnte. Sergio Perez jetzt vor uns. Ich bekomme das Theories aber für Sainz hinter mir. Und nicht für Perez vor mir. Aus der letzten Kurve raus hier tatsächlich ein toller Exit im Windschatten. Sauge ich mich langsam hier an Perez dran. Es wird aber nicht reichen, um hier einen Move setzen zu können. Dennoch finde ich es toll. Diese Pace ist heute unschlagbar. Ich hoffe auch, dass die Reifen es nur halbwegs lange durchhalten. Ihr wisst ja, es ist Kanada. 25 Runden. Und da kann wirklich einiges passieren heute. Hier runter und dann gibt es schon wieder DRS. Das könnte uns theoretisch näher dran bringen, um dann in dieser Haarnadelkurve uns dran zu sorgen. Fernando Alonso nah dran, setzt er tatsächlich zum Overtake an. Aber damit rechnet halt keiner, dass ich so spät bremse und bremsen kann vor allem mit dem roten Reifen und setze mich da vorbei. Beide Probleme eigentlich in einem Schnipser weg, denn Fernando Alonso weg und auch Sainz, der alle aufgehalten hat, weg. Aber ich kann mich nicht so deutlich absetzen, dass ich mir das Ganze erwartet habe. Sainz, seine gelben weißen Reifen sind hier tatsächlich sehr, sehr stark und ich kann da kaum irgendwas machen. Also gelbe Flagge und Red. Red Flag, Leute, das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Das bringt alles so ein bisschen in Durcheinander. Auf welchen Reifen wird man gehen? Siebte Runde waren wir. Ich glaube ehrlich gesagt fast, dass ich den weißen Reifen auspacken muss, wenn ich durchfahren will. Wenn nicht, dann wird es echt lange. Hier gucken wir uns auch mal diesen Crash an, beziehungsweise den Spin von Oscar Piastri war das Ganze. Ja, was soll ich sagen? Es war einfach ein Fehler beim Rausbeschleunigen. Zu stark, zu schnell das Gas gedrückt, durchgedrückt oder zu schnell aufs Gas gegangen. Gelber Reifen wird mir zwar vorgeschlagen, aber der wird das Rennen nie im Leben überleben. Wir sind in der siebten Runde, gehen wir rein, bedeutet, dass wir da, nein, viel zu lange, 18 Runden halte ich nicht aus. Wir stehen hier tatsächlich auf dem fünften Platz, bester Startplatz, aber natürlich ist das jetzt eher semi-gut. Wir kommen besser weg als Sergio Perez, das Ding wird halt werden, die Anfangsrunden werden hart wie Stein werden, Halleluja! Auch Leclerc hier auf dem weißen Reifen unterwegs. Vielleicht kann ich ja Ihnen was wagen. Ich sehe meine Chance. Ich sehe die Tür, aber die hat nicht ganz gereicht. Und Leclerc schlägt sie jetzt zu. Hier probiere ich früher zu bremsen, schneller rauszukommen. Ich will an Leclerc vorbei. Ich weiß ganz genau, dass die weißen Reifen die ersten ein, zwei Runden gar nicht funktionieren werden. Und so ist es auch bei mir. Also ich merke es ja selbst. Gerade wenn du Traktionskontrolle mittel fährst, merkst du halt wirklich, dass die Reifen schwach sind und auch das Auto mit diesen Reifen nicht ganz gut umgehen kann. Gut, das war klar. Perez probiert es jetzt hier direkt, ja, und der geht auch vorbei. Der schießt da in dem Überschuss vorbei. Aber kann ich mich hier außen noch einmal wehren? Es reicht hier. Ich quetsche mich hier außen am Mexikaner vorbei
Und das ist dann tatsächlich der zurückgewonnene vierte Platz. Also for real, ich kann mein Glück kaum fassen, dass ich hier mit dem weißen Reifen, mit dem vermeintlich besseren Reifen am Schluss des Rennens, auf den vierten Platz herumchille. Und das in einem Haas. Und das in meiner ersten Season. Also tatsächlich sehr, sehr stark. Wir sind zwar noch weit weg vom ersten Sieg, vor allem auch vom ersten Podium. Doch dennoch sind wir hier in der guten Position, wertvolle Punkte mitnehmen zu können. Der Restart lief ziemlich gut. An Perez hier locker vorbeigegangen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir auch näher an Leclerc drankommen können. Doch die ist auf jeden Fall verschwunden, seitdem wir hier jetzt auch noch gegen Perez kämpfen mussten, ist der Vorsprung hier auf über 2 Sekunden ja, angestiegen. Und vor allem, ja, ich hätte das so gefeiert, wenn das funktioniert hätte. So beide streiten sich und ich gehe dann so ein bisschen rein. Das ist jetzt also die 8. Runde. Mich jagen Perez und Alonso beide mit dem noch besseren Reifen. Ich habe kein DRS vor mir, weil Leclerc eben schon 1,7 Sekunden weg ist. Perez ist hier vorbeigegangen. Es wird auch nicht reichen, irgendwie eine Dive-Bomb oder so da reinzumachen. Die Lücke war einfach viel zu weit weg. Im Windschatten werde ich es dennoch versuchen, dran zu bleiben. Eventuell macht er einen Fehler aus der letzten Kurve raus. Und da sind wir jetzt näher dran wie vorher. Gehen wir rein, wagen wir das Unerwartete. Ja, das wagen wir tatsächlich. Es gibt keine Berührung. Jetzt auch nicht ganz, ganz eng. Hier geht's zur Sache. Gerade Turn 1, da macht Perez immer einen ganz blöden Fehler. Denn der positioniert sich halt außen. Und glaubt halt auch, dass er dann mit der Rechtskurve einen besseren Grip hat. Mein Motor ist gelb, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Aber das sollte alles noch halbwegs funktionieren, das sollte noch alles gut gehen. Und da werden wir jetzt auch nicht gleich im nächsten Rennen tauschen, absolut nicht. Da zieht jetzt rechts wieder Perez vorbei und ja, das freut natürlich einen gewissen... Ja Mann, Perez, das kannst du... Ja, ich habe dir Platz gelassen, aber dass du dann so fährst, während dir die Kurve allein gehört, das finde ich dann schon crazy. Wir sind 4 Zehntel mittlerweile vor Alonso und Sainz, aber ja, genau knapp dahinter haben wir, nein, das Perez hat sich anscheinend mit dem Flügelschaden zugezogen, der fährt ganz, ganz hinten herum, das ist interessant auf jeden Fall, von mir kann er den nicht haben, aber vielleicht auch von den Fights mit Alonso, Sainz, da kann auf jeden Fall vieles natürlich passieren, wenn du da in so einem engen Feld herum cruist und vor allem auch so einen Fahrstil hast wie Perez gerade, wir haben es gesehen, das war echt verrückt. Ja, es wirkt so tatsächlich, als ob die Pace heute und auch der Reifenverschleiß vom Haas ziemlich gut ist. Alonso konnte bis jetzt noch nicht den passenden Move setzen und auch Perez ist nahezu immer gescheitert. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich den Haas bis jetzt richtig gut upgraden konnte. Ich hoffe dennoch, dass wir am Ende der Season den einen oder anderen ja, Vertrag von anderen Teams bekommen. Ich würde gerne einen Vertrag unterschreiben von einem anderen Team. 5 Zehntel, immer noch Alonso hinter uns, letzte Kurve, guter Exit, 7 Zehntel sind es jetzt. Und ja, erste Kurve, bis jetzt, jetzt ist es ein bisschen eingefahren. Also Leclerc ist 4 Sekunden weg, hinter mir ist natürlich immer noch Alonso da, der ordentlich Druck macht. Aber der wird auch langsamer, es sind noch 9 Runden zu gehen, die Reifen sollten das easy durchhalten, 23-24% hinten. Also das geht alles noch gut, der Motor auch. Natürlich darf jetzt nicht so ein bisschen dieses ein Fehler nach dem anderen reinkommen, denn das würde natürlich richtig schlimm werden. Dennoch, wir sind hier tatsächlich auf einem sehr, sehr guten 4. Platz unterwegs. Das wäre zudem die beste Platzierung nach Monte Carlo. Und ja, ich würde es echt feiern, wenn wir das schaffen würden. Und ich würde sagen, jetzt beginnt so ein bisschen dieses Gold-like, denn... Ab diesem Moment hier habe ich es tatsächlich dann geschafft, die konstantesten Runden des gesamten Rennens zu fahren. Das werden wir uns dann auf jeden Fall auch am Schluss noch einmal angucken. Denn ich bin hier tatsächlich auf einem sehr soliden Rennpace gewesen. Wir sind jetzt hier mittlerweile in der 22. Runde. Der Vorsprung von Alonso ist auf 2,4 Sekunden angestiegen. Sprich also auch die gelben Reifen geben langsam den Geist auf. Und ich habe mit einer konstanten Pace die letzten 4-5 Runden es geschafft, mit immer 1.14.2 bis 1.14.8 immer in diesem Sekundenfenster drin zu bleiben, habe ich tatsächlich geschafft, diesen 4-Sekunden-Polster von Leclerc auf unter 1,6, jetzt sogar auf unter 1,4 zu schmelzen. Und das ist tatsächlich einfach nur krass. Wenn mir das gelingt, jetzt noch ins DRS-Fenster zu kommen, das wäre einfach nur krass. Einfach nur krass.
Entweder hat Leclerc ein Problem oder ist diese Pace wirklich überirdisch, die ich hier in Kanada einfach aufweise, for real. Es macht so viel Spaß, gerade so ab dem Moment, wo Alonso aus dem Sekundenfenster draußen war, ist wirklich jede Runde schneller geworden. Jede Runde schneller, 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 gleich schnell, gleich schnell, gleich schnell. Es ist einfach nur top, wie stark sich das Auto fallen lässt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ins DRS-Fenster von Leclerc zu gelangen. Es ist einfach nur stark. 24. von 25 Runden, wir sind unter einer halben Sekunde an Charles Leclerc dran. Reicht es tatsächlich, um auf Startziel einen Move zu setzen und uns auf den dritten Platz noch vorzuarbeiten? Das ist die große Frage, die uns in den letzten zwei Runden noch beschäftigen wird. Aus dieser Zack hier raus, ja, leichter Rutscher, die Reifen sind natürlich auch nicht mehr die frischesten. Das kann Leclerc wieder freuen, der kommt da fast auf 8 Zehntel wieder weg. Jetzt hier in die Haarnadelkurve rein, nur kein schlechter Exit, der war gut, der war sehr gut. Sehr früh aufs Gas und sehr früh konnte ich das Gas durchdrücken. Da machen wir wieder 2 Zehntel gut, DRS off. Auch das ERS werde ich noch ein bisschen verbrennen, aber nicht komplett, denn ich brauche ja auch noch was auf Startziel. Auf 3 Zehntel sind wir jetzt dran an Charles Leclerc, Leute. Die letzte Kurve wird hardcore geschnitten, es gibt keine Verwarnung, glücklicherweise sind wir jetzt an Charles Leclerc dran. Es geht rechts vorbei, Leute. Reicht es, um hier mit einem Haas einen Ferrari zu overtaken? Es reicht, wir gehen hier. Oh, da gibt es den Wheelbang von Charles Leclerc. Hier innen habe ich kaum Grip. Das war tatsächlich sehr rutschig. Aus der Kurve raus muss ich vom Gas gehen und nein, jetzt ist Leclerc da hinten wieder vorbei. Aber der Wheelbang war jetzt gerade nicht sehr freundlich von mir. Wie mich hier schon herumrutsche. Es ist tatsächlich hier noch eine Chance wird es geben. Auf dieser lange Geraden. Das tut aber natürlich ja vorsagen, dass wir hier noch einmal gut. Nein, das war der Rutsch. Jetzt ist vorbei. Wir gucken uns noch mal ein paar Replays an. Und das Rennen hier tatsächlich sehr, sehr atemberaubend und vor allem auch sehr, sehr eng mit der Konkurrenz. Hier ist es, was soll ich sagen? Charles Leclerc einfach nur stark. Und vor allem meine Pace hier, das müssen wir uns am Schluss echt noch einmal angucken. Denn die Pace war unheimlich strong. Ich habe mit so konstanten Runden so viel Zeit auf Leclerc aufholen können. Ich bin da echt sehr stolz drauf. Aus der letzten, also aus dieser Haarnadelkurve raus, kannst du wirklich so viel Zeit gut machen. Ähnlich wie Miami Mickey Mouse Sektor. Es geht aber schon über die Ziellinie. Es reicht leider nicht, um Leclerc hier noch einmal angreifen zu können. Schade, schade, schade. Den einen Versuch nicht ganz genützt. Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Schade, schade, schade. Ich konnte meine hauptsächliche Chance nicht ganz nutzen. Dennoch, der vierte Platz ist einfach perfekt. Wir konnten 12 ganz, ganz wichtige Punkte mitnehmen. Sind in der Weltmeisterschaft nach wie vor auf den 6. Platz. Haben zwar ein kleines Polster zum Hintermann, aber auch vorne fehlt nur ein Punkt. Konstrukteurs, wir haben safe auf dem 5. Weit, weit abgeschlagen vom Vordermann, aber auch weit ist unser Rückmann abgeschlagen, also fast doppelt so viele Punkte. Ich kann auf jeden Fall sagen, so kann es weitergehen. Und jetzt gucken wir uns mal die Runden genauer an. Da, ab hier beginnt es dann schon. Ab Runde Nummer 11 hat es angefangen mit einer 1.14.0 und das hat sich durchgezogen bis Runde Nummer 20. Also sagen wir mal bis Runde Nummer 18 waren wir immer in diesem wunderbaren Fenster drinnen. Also for real. Ehrlich gesagt finde ich, das ist eine Saukonstante. Über 10 Runden lang konnte ich im 9 Zehntelfenster bleiben. Also ehrlich, für das Auto, was eigentlich als Reifenfresser bekannt ist, muss ich tatsächlich sagen, war das sehr, sehr cool.
Und auch zum Schluss dann noch einmal diese 1.14.3 in der 21. Runde. Also das war dann auch schon mit DRS-Hilfe. Aber dennoch, was soll ich euch sagen? Es ist das Rennen der Konstanz gewesen. Es hat aber auch mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch genauso beim Gucken wie mir hier beim Fahren und Kommentieren. Also tatsächlich hat verdammt viel Bock gemacht. Ja, Perez oder Leclerc. Mann, Leclerc hat 140 Punkte in der Weltmeisterschaft. Und ich muss mir den als Rival nehmen. Das ist einfach nur lächerlich. Als nächstes geht's nach Österreich. Ich bin zwar hier quasi Deutscher, aber feiere eigentlich immer wieder Österreich. Und ja, finde das die Strecke ziemlich genial. Der nächste Sprint, erster war schon in Aserbaidschan. Der lief, glaube ich, nicht mehr so gut. Falls ihr euch auch nicht mehr so gut dran erinnern könnt, guckt euch gerne oben rechts die Playlist noch einmal an. Oder schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Da sind auf jeden Fall vorher oder jetzt in kurzer Zeit werden da noch neue Videos online kommen. Jeden Tag 4 Videos, also da wird auf jeden Fall was für euch dabei sein. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst ein Abo da, bis morgen oder später auf TikTok und ciao.